Moin, so Leute, CN Graphics hier. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich Tutorials machen werde. Ich habe in den Kommentaren mal nachgeguckt. Und da ist mir aufgefallen, halt, viele wollen Basic Modeling. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Ich mache jetzt mal hier bei den Presets in Cinema 4D Full HD. Ich habe mir überlegt, wir fangen mit einer Turbine an. Und ja, dann holen wir uns erst einmal eine Tube. So. Dann mache ich mal den Außen, also ich mache den Außenradius auf 300 und den Innenradius auf 250. Ja, das passt. Dann mache ich die Segmente auf 72 außen und 3 in der Höhe und 3 oben. So, jetzt haben wir erstmal diesen Ring für unsere Turbine hinterher. Dann konvertieren wir das Ganze mit C oder hier mit dem Zeichen. Gehen hier unten auf die Polygone. Wählt ihr Ringselektion aus, das geht über Selektion, Ringselektion. Ich habe es mir jetzt hier oben reingelegt. Wählt den mittleren aus. Rechtsklick Bevel. Bevelt das nach hinten. Da mache ich meistens den Offset so ein bisschen rein, dass ihr halt wie so eine Einbuchtung hier drin habt. Man schnell sieht, wo dann halt hinterher die Blätter vom Rotor halt reinkommen. Ja, so. So. Dann benutze ich meistens als Plugin Griebler. Könnt ihr euch einfach auf YouTube irgendwo, findet man was. Ziehen wir rein. Mein Preset werde ich dann wahrscheinlich auch in die Beschreibung packen zum Download, damit ihr es auch habt. Das sieht dann so aus. So, dann hätten wir jetzt schon mal den äußeren Ring für unseren Rotor oder Turbine oder wie ihr es halt nennt. Dann hole ich mir jetzt also meistens entweder einen Zylinder oder eine Cap oder eine Kapsel. Ich mache das mal mit dem Zylinder. Stell die Höhe. Ja. Machen wir mal die Höhe auch auf 50. Segmente im Umfang. Nehmen wir dann mal. Machen wir auch 72. Oben kann so bleiben. Auch konvertieren wir auch. Gehen wieder auf Polygone. Ringselektion. Selektieren die äußeren. Machen dann Rechtsklick. Matrix Extrude. Stellen die Steps auf 1. Und dann mit linker Maustaste ziehen wir das Ganze. So. Sehen wir, es ist ein bisschen größer. Jetzt geben wir. Machen wir es noch ein bisschen. So. Ja. 190. Und dann hier hinten bei der Rotation stellen wir das Ganze so. Dass es ein bisschen schräger ist. Schauen wir mal. Ja, sie und so. Und jetzt passt es halt perfekt da rein. Und dieser Ausbruch, den jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen höher machen. So ungefähr. So. Da hätten wir dann jetzt hier eine Turbine. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel, was eigentlich noch ganz schön aussieht, so einmal dann irgendwo hinklicken, nicht da drin und nichts ziehen, damit ihr die Selektion aufhebt. Manchmal nochmal Ringselektion, dann Bevel. Kann man das zum Beispiel noch so ein bisschen höher beveln. Rund machen. So. Ein bisschen höher. Ja, so. Also so hätte man dann jetzt so eine das ist wirklich eine ganz einfache Turbine. Ja, das war's eigentlich schon fürs erste Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wie ihr das Ganze jetzt ein Element bekommt, ist eigentlich noch ganz einfach. Ihr stellt euch einfach zwei Materials, nennt das eine 1, macht es meinetwegen rot auf den Griebler.
macht euch ein zweites Material, schreibt zwei rein, macht es blau, den Zylinder. So. Das einfach abspeichern, Element, dann zum Beispiel reinkopieren. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses kleine und recht fixe Tutorial gefallen. Schreibt weitere Ideen in die Kommentare. Haut rein. Servus.